Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich musste jetzt gerade tatsächlich nochmal nachgucken, was wir denn beim letzten Mal überhaupt gemacht haben, da das schon ein bisschen her ist. Und ich glaube, das war der Run mit Judas, wo wir Satan getötet haben. Ich glaube, wir haben Satan getötet. Nicht Isaac, sondern Satan diesmal. Ein bisschen verwunderlich sogar direkt im ersten Versuch, aber ich glaube, wir wurden auch mehr oder weniger getragen. Das heißt, wir suchen uns einfach mal den nächsten Charakter, mit dem wir das hoffentlich auch nochmal schaffen. Also es muss nicht unbedingt Satan sein, es kann auch gerne Isaac sein, aber mal schauen. Oh, ich sehe schon, das Blue Baby, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist auch eines meiner total lieben Charakteren, mit denen ich immer so gut zurechtkomme. Naja, wir werden sehen. Oh, vielleicht sollte ich erstmal das da noch irgendwo hinbauen. Vielleicht finden wir ja tatsächlich sowas wie den Petrified Egg und dann bringt das Ding sogar ein bisschen was. Was? Da war direkt... Das geht ja eigentlich ganz gut los, ne? Da war direkt so ein Ding drin. Das gefällt mir doch sehr gut. Erstmal. Und da ist auch direkt der Itemraum. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen zurechtkommen. Machen wir sowas nochmal. Und das sieht wie Scapula aus. Wie funktioniert das Scapula nochmal? You have been blessed. Ja, ich erinnere mich, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das funktionierte. Ganz ehrlich, ich geh mal da oben rein. Gucken wir mal kurz hier rein. Das sind liebe Spinnen. Und da haben wir... sehr gut. Das hat sich durchaus gelohnt, hier reinzugehen. Oder nein, Moment. Wir sind mit genauso viel wieder rausgegangen, wie wir reingekommen sind. Naja, egal. Aber wir haben die komischen Spinnen gekriegt. Meine Gott. Besser als gar nichts. Wie funktioniert das Scapula? Ich bin nicht ganz sicher, wie das Ding funktionierte. Ich weiß noch, dass das halt ziemlich gut war, aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, es hatte irgendwas auch mit blauen Herzen zu tun, aber ich bin nicht sicher, was genau. Ja, es kommt auf mich zu. Was zur Hölle? Oh, da ist ja noch so ein Ding. Das sollte ich vielleicht dann auch noch töten. So, eine Batterie haben wir auch noch, falls wir ein... sinnvolles Item noch kriegen. Au! Ein sinnvolles Item noch kriegen. Au, was ist denn da los? Wo kam denn das Ding jetzt dann auch noch her? Bäh. Das ist ja fürchterlich gerade. Wie mir die Dinge alle entgegenspringen hier. Ich hasse Spinnen. Das sind aber auch haufenweise Spinnen. Das ist ja ganz, ganz grausig gerade. Wird ja immer schlimmer. Ja. Ey. Mistviecher, ne? Ganz, ganz schlimme Mistviecher sind das. Uah, ich hänge in der Ecke, ich hänge in der Ecke. Uah. Ja, es hat ja super geklappt. Geht schon toll los. Dabei hat es eigentlich so schön angefangen mit den blauen Herzen und so. Na ja, toll, ein normales Herz bringt mir jetzt ungefähr nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, es springt. Es springt nach mir. Ah, den muss ich da so komisch da durchtöten. Oh, hat die Spinne den gerade weggeschubst? Ich meine, das ist auch irgendwie interessant, aber... dann mache ich ihn halt so. Aha. Wow, okay. Glück gehabt. Wobei es cooler gewesen wäre, wenn er die ganzen Dinger in der Mitte auch noch kaputt gemacht hätte. Naja, was sollen wir machen? Gehen wir zu Pin. Pin hat natürlich ein Ed dabei, es wäre ja langweilig, wenn nicht. Jetzt ist der Ed direkt tot. Immerhin. Ich finde es auch irgendwie nerviger geworden, ne? Mit dem neuen Isaac, im neuen Isaac. Der springt irgendwie gefühlt schneller und er springt auch irgendwie so völlig random in der Pampa rum. Das gefällt mir nicht. Also nach diesem komischen Kram springt er erstens sehr viel schneller. Gefühlt. Und... ich habe keine Ahnung. Ich kann das gar nicht genau sagen, warum. Ja. Dogfood. Ne, super. Geheimraum. Wo könnte der sein? Ich gehe nochmal kurz gucken. Zeit ist mir gerade nicht so wichtig. Muss ich zugeben. Ich komme hier so direkt dran, ne? Und das ist eine gute Möglichkeit, dass hier der Geheimraum ist. Da ist er tatsächlich. Ja, gibt es einen Haufen Münzen immerhin. Warum nicht? Schaden tut es erstmal nicht. 10 Münzen. Möglicherweise. Ja, warte mal. Möglicherweise bringt das noch irgendwann im Shop was. Das mache ich jetzt auch noch. Ich habe zwar keinen
sinnvolles Spacebar-Item mehr gekriegt, auch wenn ich das gar nicht per Spacebar benutze, aber ist ja egal. Also nicht mehr. Aber wir können das auch nicht einfach liegen. Also wir können schon, aber was haben wir davon, es einfach liegen zu lassen? So, Curse of the Lost, na ganz toll. Gehen wir erstmal nach Norden und merken uns hoffentlich, dass wir nach Norden gegangen sind, damit wir es nicht, uns nicht verlaufen. Gut, dass der keine Bombe war gerade. Hätte auch eine Bombe sein können, das wäre nicht so schön gewesen. Ah. So. Eben mal schön ausnutzen, dass wir das haben. Oh, da oben ist der Shop schon mal. Oder sowas wie der Shop. Da ist der Boss. Da vorne ist noch ein blauer Stein. Ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, eine Truhe. Schade. Es hätte eine Bombe sein können. Eine Trollbombe gerne sogar. War es aber nicht. Na gut. Im Norden ist also der Boss. Das heißt, da ist gar nichts, außer einem Haufen Spinnen, die mir auch nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, danke, dass sie direkt so gestorben ist, auch wenn ich eigentlich nicht so richtig toll getroffen habe. So. So, da muss ich mich mal ganz kurz an der Nase kratzen. Na komm, 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 komm. Ja. Kommt tatsächlich, und zwar relativ schnell sogar. Finde ich nicht gut. So. Oh. Immerhin eine Münze. Okay, hier ist gar nichts. Dann gehen wir erstmal noch in den Süden. Okay, die Typen sind das Gefährliche. Die komischen... Die Typen können ja nicht so richtig... Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Außer mich natürlich wegschubsen. Oder auch die Gegner wegschubsen. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen bisher, glaube ich. Oder wenn, ist es mir nicht aufgefallen. Ja, die Bombe... Ist erstmal... die Bombe ist sehr schön, weil dann kann ich das hier so aufsprengen. Das lohnt sich doch. Münzen. Und... Eine Bombe, toll. Das war jetzt nicht so lohnenswert. Naja. Mag euch nicht. Geht weg. Uiuiuiui. Ich glaube, da war ich sogar noch relativ nah dran. Ja, The World bringt mir gerade eher nicht so viel auf einem Stockwerk, wo ich sowieso nichts sehe. Auf der Karte. Das heißt, wir machen das einfach auf dem nächsten Stockwerk. Okay, perfekt. Das funktioniert. Mein Plan ist aufgegangen. So. Da hing ich so ein bisschen an der... Da hing ich so ein bisschen an dem... Pott fest. So, hier ist auch nichts. Das heißt, der Itemraum wird wohl gleich da oben links sein, beziehungsweise im Westen. Das ist der Westen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Westen ist. Der Osten ist in die andere Richtung. So. Komm. Hör auf, so viele Spinnen zu machen und stirb. Mistviech. Oh, wieder nichts dran. Also langsam wäre ein Spacebar-Item dann tatsächlich mal sinnvoll und vielleicht sogar angebracht. So, ich kann beides aufsprengen, theoretisch, aber ich glaube erstmal. Ja, super. Ich hasse diesen Raum für Gluttony. Da komme ich nämlich wieder nicht dran an das, was er da tut. Also an das, was er droppen wird. Wenn er mir irgendwas droppt. Muss er ja nicht mal. Da. Also ich gehe davon aus, dass er irgendwas... Ja, okay. Ein Schlüssel, das ist nicht ganz so wichtig jetzt. Aber hätte er jetzt irgendwie so ein HP abgedroppt oder so, wäre das echt nervig gewesen. Oh. Ja, was machen die denn? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oh! Game Kit. Ja, das... Das kann man doch erstmal so nehmen. Das finde ich gar nicht schlecht. Na, okay. Es gibt mir halt kein Leben zurück, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, ich spreng, glaube ich, beides auf. Und nehme auch beides mit. Oh, das hat sich definitiv gelohnt. Das hier aus. Lohnt sich das auch? Nope, es lohnt sich nicht. Ich gehe mal kurz in die Arkade ran. Ja, schade. Ist nicht so richtig Spannendes drin. Mach mal einmal, vielleicht kriege ich irgendwas. Die Bomben wären toll, weil dann kann ich einfach alles in die Luft jagen. Oh, er jagt sich sogar mit selber in die Luft. Das Ding auch, weil das werde ich definitiv nicht benutzen mit dem Blue Baby. So. Das ist aber eine Menge Geld für den Shop. An dem Shop kommen wir sowieso bei. An dem Shop kommen wir bei.
wenn wir zum Boss gehen. Der war hier oben irgendwo, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das in der Mitte ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Batterie ist aber gar nicht schlecht eigentlich mit dem Gamekit. Ich möchte trotzdem das andere haben. Ach, extra Card Room war das. Ja, und wie ging das jetzt? So, ne? Ja, perfekt. Okay, wir haben The World und wir haben The Sun. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Shit. Das kann ich gar nicht mehr öffnen. Arg. Bomben und so. Ich bin aber blöd, weil... erstmal mache ich das jetzt. Das macht mich unter anderem auch ein bisschen blöd. Das ging aber flott jetzt. Was mich tatsächlich blöd macht, ist die Tatsache, warum habe ich denn da so... Ich habe da mehrere Farben auf dem Kopf, ich weiß nicht warum. So. Der Spirit of the Night kostet zwar 3 Herzen, aber das ist mir egal, der ist gut, der ist richtig gut. Den nehme ich mit. Ich kann mir vielleicht im Shop noch eine Bombe kaufen für den blauen Stein. Schade, es ist keine Bombe da. Das ist traurig. Dann versuche ich aber vielleicht... ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Moment, erstmal... gucken, ob ich auch wirklich alles mitgenommen habe. Jetzt, wo ich den Spirit of the Night habe und fliegen kann. Gibt es ja vielleicht noch irgendwas irgendwo. Aber scheint mir nicht so gerade. Den Schlüssel gibt es auf jeden Fall noch da ganz hinten. Da will ich auf jeden Fall hin. Jetzt könnte ich auch noch versuchen in der Arkade. Das war vielleicht ein bisschen doof dann doch, dass sich der eine Typ weggesprengt hat. Hier ist definitiv nichts mehr. Aber vielleicht kriege ich hier noch eine Bombe zusammen. Nee, ein Herz brauche ich nicht. Ja, wahrscheinlich kriege ich hier nichts zusammen, aber naja, wir können es ja mal ausprobieren. Geld. Geld bringt mir nicht so richtig viel. Na komm. Oh, noch eine Münze. Ich gewinne Münzen. Das ist irgendwie seltsam. Vor allem mal so, dass ich noch ein bisschen weiterspielen kann. Aber nein, okay, dann nicht. Dann geht es wohl weiter in Richtung Stockwerk weiter nach unten. Ich weiß nicht, was diese Farben auf meinem Kopf sind. Wo kommen die her? Von was kommen die? Strange. Naja gut, dann geht's wohl weiter. Also der blaue Stein war mir jetzt tatsächlich wichtiger als die ganzen Herzen, als das ganze Geld, weil da halt Leben drin sein könnte und das Leben kann ich sehr gut gebrauchen. Mit meinem Blue Baby. Wissen wir ja. Wenn man sonst kein Leben kriegen kann, dann nimmt man halt das, was man kriegen kann. Jetzt soll ich erstmal den einen kaputt machen, der auch wirklich stirbt. Also der auch so einfach stirbt, wenn ich ihn oft genug treffe und nicht irgendwie aufgehen muss. So. Hallo. Macht natürlich kaum Schaden trotzdem. Ich bräuchte noch ein Damage ab. Damit der Geist so richtig doll ist. Also er ist natürlich auch so toll, aber mit einem sinnvollen Damage-Up wäre er natürlich noch toller. Kriege nämlich gerade nichts tot. Was zur Hölle? Ist ja fürchterlich. Ah. Stirb. Na los. Oh. Da sind die Falschen, die da. Ah. Ha, einer weniger. Der müsste auch, genau, der müsste doch auch langsam sterben, wollte ich doch wohl gesagt haben. Da oben ist direkt noch so ein Raum, ne? Oh Gott. Nein, das geht noch. Das sind komische Spinnenviecher, da kann ich zur Not flüchten auf den Abgrund. Können wir bitte mal das eine Viech da hinten töten? Vor allem kann ich hier auch einfach rüberfliegen. Das ist doch schön. So. Wie gesagt, bei dem Bedarf flüchte ich einfach auf den Abgrund. Haha. Bin jetzt lieber schnell rüber, bevor der noch über diese kleine Lücke da oder in die kleine Lücke reingurkt. Das Mistviech. So. Stirb! Drecksviech, stirb! Ah. Ist gar kein besonderes Ding, Stockwerk gerade, ne? Kein Curse oder so? Irgendwas ist doch komisch. Wenn es keine Curses gibt, dann wundere ich mich schon ein bisschen. Oh, da ist der Itemraum, das ist doch schön.
Aha, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ahahaha. Du auch nicht, du auch nicht. Ihr alle nicht, ihr alle nicht. Aber irgendwie ist das eigentlich auch langweilig. Klar, es ist sicherer, aber irgendwie auch, dann dauert das so ewig und ist irgendwie total langweilig. Oh, guck mal. Geheimräume sehen. Mich der Geist mit der Brille. Jetzt sehe ich total strange aus. Ist das... Oh. Blast Damage. Ich dachte gerade, das wäre Mr. Mega, aber es ist nicht Mr. Mega. Es ist Blast Damage. Jetzt sehe ich total strange aus, weil ich so eine komische Farbe habe in meinem Kopf. Hm. Naja. Ja, komm, gucken wir mal. Itemraum haben wir ja schon. Und einen Schlüssel haben wir auch noch übrig jetzt. Oh, da ist der... Da. Auch. Da ist der andere Geheimraum. Wollte er sagen. Und hat ein bisschen Angst gerade, dass ihn die blöden Skelette erwischen. Ich hasse diese Skeletttypen, ne? Die sind richtig übel. Hm. Die sind natürlich viel zu langsam und wieder auch. Können natürlich überhaupt nichts. Tja, Erstmal Geheimraum. Oh, cool. Das ist natürlich jetzt wieder blöd, ne? Man hat diese... Man kriegt ja irgendwie nur diese halben Herzen, wenn man schon was verloren hat von denen. Das finde ich irgendwie blöd. Das nervt mich ein bisschen. Vielleicht hätte ich das auch dann auch warten sollen, aber da war ich jetzt scheinbar irgendwie dann zu blöd für. Also nicht nur scheinbar, sondern da war ich halt zu blöd für. So, das Gamekit ist wieder bereit. Das ist schön. Gamekit klingt immer so, als wäre das irgendein Kit zum Game. Aber nein, das ist ein... Ich meine das Kind. Das Spielkind. Haha, ich kann fliegen. Du nicht. Gibt mir natürlich ein ziemliches... Ziemlich unfaire Advantage gegen Last. Oh, was haben wir denn da? Poison Touch. Ach so, ach ja, ach richtig. Jetzt sehe ich wieder voll normal aus. Ich sehe vor allem normal aus. Nicht krank oder so, sondern normal. Das ist irgendwie strange. Kannst du bitte sterben? Ich schieb dich mal da drauf. Geht das nicht? Och Mann. Hallo. Hihi. Shit. Das hat nicht funktioniert. Hehe. Ein Glück habe ich den... Hallo. Habe ich den Spirit of the Night. Hallo. Hihi. So kann mir nämlich nicht so richtig viel passieren. Hi. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Die Schüsse fliegen gefühlt so hoch. Ich habe immer Angst, dass die darüber fliegen. Aber tun sie ja nicht. Können sie ja auch gar nicht. Oh. The Stars. Ja, das bringt mir nicht so richtig viel. Wobei mir The World eigentlich auch nicht so richtig viel bringt. Das war irgendwie blöd. Ja, shit. Das war auch blöd. Also was heißt, das war blöd? Ne? Ich habe jetzt halt den komischen hier Dingens. Kirchen. Die Brille. Deshalb sehe ich die Geheimräume sowieso. Deswegen bringt mir die World-Karte im Prinzip nichts mehr. Aber nicht mehr so richtig was. Können wir die mal bitte... Jetzt wäre geil gewesen. Die in dem Moment gestorben wären. Boom. Na gut, dann haben wir nur noch die eine. Noch ein Schlüssel. Wow, hier ist aber was los. Mach mal das zuerst auf. Weil dann vielleicht sowas da rauskommt. Das hat doch wunderbar funktioniert. Wir haben auch noch das Gamekit, falls es zu fies wird. Das ist doch auch ganz praktisch. So, Moment. Ich mache mal erstmal den Rest auf. Ja, hilft mir natürlich nicht. Ich dachte nur, ich mache erstmal noch die anderen Truhen auf, falls was Sinnvolles drin ist, was mir helfen könnte noch. Hätte ja zum Beispiel auch ein Item drin sein können, ne? In der goldenen Truhe. In der normalen glaube ich eher nicht so. Aber in der goldenen. Oder in der abgeschlossenen, wie auch immer. Hey, diese... Manchmal machen diese Ed-Viecher einfach so viele, dass man das nicht... Also überhaupt nicht verstehen kann. Und manchmal passiert einfach gar nichts. Hasse. Türmchen. Türmchen sind doof. So, nochmal. Ja. Das Schöne ist, mit dem Spirit wird man auch direkt irgendwie relativ flott. Das ist auch ganz praktisch. So. Dann. Ganz viel Pupzeug. The Moon. Welches war The Moon?
hab's schon wieder vergessen. Ich bin so blöd. Das Nissel ist zu vergesslich für dieses Spiel. Oh, ein Fischkopf. Ja, warum nicht? Whatever. The Moon. War es der Shop? Nein, das war der Geheimraum. War das andere der Shop? Oder der Itemraum? The Stars? Ich glaube, das war der Shop. Nehmen wir lieber The World mit. Aber wobei, wir können gleich auch noch kurz in den Shop reingucken eigentlich. Ich meine, wir haben eh nicht genug dafür. Oh Gott, davon ist einer explodiert, oder? Das ist nicht so geil, da muss ich aufpassen hier. Die könnten explodieren. Der da nämlich. Das wäre echt nicht so gut. Wenn der explodiert, während ich da rumhänge. Ah. Mir gefällt das irgendwie alles nicht hier. Davon stirbt keiner so richtig. Ah, die explodieren, okay. Aber auch gut zu wissen. Ha, erwischt. So, du explodierst nämlich auch dann. Nehme ich an. Jo. Moment, ich gehe mal kurz tatsächlich in den Shop rein, weil warum nicht? Ist das der Shop? Nein, es ist der Itemraum. Ich bin einfach zu blöd für diese Welt. Oder sagen wir zu vergesslich. Ja, zu vergesslich ist schöner. Ist nicht ganz so schlimm.